Herzlich willkommen zurück zu Control. Hier sind wir wieder, oder was heißt wieder? Wir sind hier in der zentralen Forschungseinrichtung. Und ja, wir schauen einfach mal, was uns hier so erwartet. Wir sollen ja Marshall finden, also einen der nächsten Vertrauten. Aber erstmal schauen wir natürlich, was da unten denn so Rotes auf uns wartet. Hier sind wir wieder mit unseren schönen Schwebedingis. Das sind die schlimmsten Gegner, die wir haben, finde ich. Bisher. So. Oh, Stufe 3. Habe ich vorher nicht drauf geachtet, vielleicht. Oder sind die neu? Ah, durch Kopfschüsse. Aua, die habe ich nicht gesehen. Oder zu spät. Jetzt fehlt mir noch durch, durch Schuss hier, wie heißt das? Eva. Oder? Nee. Hä, hey, aua. Ja, das war sehr klug von mir. Es fängt einfach direkt genauso an wie vorher. Ich sollte ein bisschen weniger auf diese Missionen, glaube ich, gehen und ein bisschen mehr darauf achten, dass ich nicht sterbe, oder? Was meint ihr? Könnte das vielleicht sinnvoll sein? Mal gucken. Vielleicht kann ich mich ja daran halten. Und damit sind wir wieder im Forschungsinstitut. Alles klar. So, jetzt haben wir Dreh mal ausgerüstet, also die andere Waffe. Mal gucken, ob die uns den taktischen Vorteil bietet, den wir natürlich suchen. Da kommen wieder unsere dämlichen Fähigkeiten. Mit denen haben wir da one-shotted. So, ich glaube, ich habe eine Taktik gegen die. Wie gesagt, ich bin in dem Spiel nicht unbedingt der Beste. Oh oh. Da haben wir ein paar Scharfschützen. Aha, scheiße. Mann, ey. Ah, ich bin nicht gut. Ich bin so nicht gut. Also, da muss ich vielleicht ein bisschen in mich gehen. Und mal gucken, ob ich das beim nächsten Mal ein bisschen besser hinkriege. Ah, da sind so viele Gegner, diese dämlichen Scharfschützen, die zwingen einen so daran, also dazu, quasi nach vorne hinzugehen. So. Mal, ja, aus der Komfortzone heraus. War noch nicht. So. Spätestens dann würde ich mich als Gegner zurückziehen, wenn ich sowas sehen würde. Also ich reiße ein Stück Beton aus dem Boden heraus und schmeiße das an den Kopf von jemand anderen. Und die denken sich, es ist nichts Besseres als, ach komm, wir gehen da mal hin und gucken, ob wir die vielleicht töten können. Ich dachte gerade, was sind das alles Orangen, aber das waren Überbleibsel der Explosion, oder?
aufpassen. Die kommen nämlich nicht ran, die Gegner. Jetzt kommt nämlich die nächste Runde oder die nächste Welle, wie auch immer man es bezeichnen will. Das war ein sehr guter Schlag. Wo ist denn hier noch einer? Oh, da. Hast du gesehen? Zwei auf einmal. Boah, wenn ich gewusst hätte, dass wir hier direkt in diesen Kampf reingehen. Das ist eigentlich bin ich dann, also was heißt Lüge, aber es ist halt schon ein bisschen später abends. Ich dachte, ja komm, machst du mal. Was soll schon passieren? So. Zischer Scharfschütze, versteckte Tendenz und Astralton haben wir gefunden. Und das müsste doch eigentlich... Was ist das eigentlich? Okay. Ja, ich sammle mal erstmal hier ein bisschen Loot auf. Müsste hier nicht eigentlich dann ein irgendwas sein? Und vor allem, was sind das hier? Diese Dinger, die sind neu. Ja, und ein... Wie heißt der denn? So ein sicherer Ort. Ort? Nein, der ist nicht sicher, weißt du, was ich meine? Da, das da. So ein Ding meine ich natürlich. Nee, so ein Ding nicht. Hä? Aber so ein Ding ist doch auch schön. Ich bin nicht verwirrt, lasst euch das nicht einreden. Alles gut. So, was haben wir aufgesammelt? Was Neues? Fluchtenergiekosten minus 12 ist nicht ganz so interessant. Erhaltene Energie von Kopfschüssen. Aha. Warte, erhalten Energie von Kopfschützen, das kann ich ja dann zerlegen, bitte. Schaden plus 15%. Also das kann ich auslösen, das sind 12, das sind 13, mache ich das mal weg. Wie gesagt, ich will von den meisten einfach nur einen da haben und dann halt immer den besten am besten. Aber was ich eigentlich wollte, war Schriftverkehr. Und zwar... Erinnerung genehmigte Begrifflichkeiten kennen wir schon, Protokollierung kennen wir auch schon. Zeichen gerade aufgesammelt. Das vielleicht? Ah ja, Neuigkeit. Nützlichkeit von Grenzbereichen. Wow, ich habe echt ein Gehirn heute. Ganz schlimm. Naja, Grenzbereiche waren schon immer Katalysatoren für große Inspirationen und Herausforderungen. Wenn sich durch ein neuer Grenzbereich im ältesten Haus manifestiert, können wir nie mit Gewissheit sagen, welche neuen Entdeckungen er für die Behörde bereithält. Wir müssen diese Gelegenheit jedoch immer wahrnehmen. Dieser Bericht untersucht den Unterscheidungsprozess neuer Grenzbereichseigenschaften gemäß ihrer Nützlichkeitspotenzials. Der Steinbruch hat uns in den Der Steinbruch hat uns den Schwarzstein beschert, einer unserer wertvollsten Entdeckungen. Doch wenn der Fungus einen wissenschaftlichen Nutzen hat, ist er schwer auszumachen, da wir die wuchernde Pflanze nur mit Mühe bekämpfen können. Diese beiden Fälle unterscheiden sich deutlich und ein Vergleich könnte sich lohnen, da ihr Studium völlig unterschiedliche Gefahren und Nutzen mitbringt. Okay. Das haben wir gesehen. Und ja, das haben wir, glaube ich, gesehen. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Hä? Ist ein Parcours? Komm ich da hin? Falscher Knopf. Ich schaff das. Keine Sorge. Was ich mit meinen Schussfähigkeiten wegmache. Fühlte mich beobachtet. Mache ich natürlich mit meinen Parkour-Fähigkeiten mehr als wett.
Mein Gott. Also die Kamera hilft nicht. Ne? Wollte ich nur sagen. Okay. Shoot. Autsch. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich versuche mal was. Hat nicht geklappt, aber ich habe es versucht. Okay, in dieser Toilette musste dringend mal geputzt werden. Würde ich mal sagen. Ist ein bisschen schimmelig. Aber nur so ein Hauch. Okay. Und dann mal weiter. Schön, dass das Licht hier unten noch funktioniert. Ich finde es immer noch so gruselig, dass hier schon Bilder von uns hängen. Weißt du, wir sind gerade eben erst da und schon hängen Bilder an der Wand. Das hat bestimmt irgendetwas zu sagen. Also sonst, das wäre viel zu banal oder viel zu einfach, sage ich mal, wenn es keine Bewandtnis hätte, dass das Bild da hängt. Kann es sein, dass wir jetzt rückwärts laufen? Also nur so. Ich weiß nicht. Kann sein, dass wir einen kleinen Sequence Break hier quasi gemacht haben. Ne, Stufe 4 haben wir noch nicht, oder? Nee. Wie weit sind wir? Stufe 3, ne? Gegenstände. Stufe 3. Alles klar. Hey. Ja, sorry, da ich gerade so ein bisschen verwirrt bin, weil das hier ist definitiv der Kampfarena, sag ich mal. Ich glaube, wir laufen hier gerade wirklich falsch herum. Oh. Stufe 6 Gegner. Zwei davon. Wir sollten hier definitiv nicht sein, kann das sein? Ich meine, wir geben mal unser Bestes. Wir schauen mal. Wow. Wir schauen einfach mal, wo es uns hinführt. Ja, das führt uns in den Tod. Also, wir hatten vorher nur Stufe 4 Gegner, also da bin ich irgendwo reingefallen, wo wir echt nicht hätten sein sollen, habe ich so das Gefühl. Aber, ja, war doch witzig. Das Schöne ist, oder ich weiß nicht, ob ich das schön nennen soll oder nicht, aber hier müssten wir eigentlich noch so einen sicheren Ort haben, oder nicht? Wenn wir irgendwie, hier, wie heißt es, reinigen müssen oder so? Fühlt sich zumindest so an, dass wir das eigentlich haben müssen. Dann haben wir das Büro von Darling. Dimensional Report, okay. Aber wir haben noch keinen Schnellreisepunkt hier, weißt du? Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie das Ding heißt. Oder habe ich den jetzt einfach mehrfach übersehen? Das kann natürlich auch sein. Oh, hallo. Okay. So, warum sind hier jetzt wieder so viele? Hat der mich noch halb umgebracht, ne? Niemand anders hat mich getroffen, die ganze Kampagne, und der hat mich, weil ich da irgendwie
ja, mentalen Schluck auf hatte. Ich weiß es nicht. Da kam ich auf jeden Fall nicht weg. Ja. So. Aber ich kann mich ja damit rausreden. Das heißt ja Let's Play. Und ja, wenn er selber im Spiel auch nicht weiter weiß, dann weiß er halt auch nicht weiter. Einziger Unterschied zwischen uns beiden ist ja dann nur, dass bei mir hoffentlich jemand gerade zuschaut. Also wenn du da bist, dann schaust du zu. Warte mal, hier die Wand ist weg. Ah, okay, wir gehen in die Parapsychologie. Alles klar. So, Mr. Marshall. Wo ist Lily? Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Okay. Das Geschäftsleitung zischert Noten. Okay. Das will ich nochmal machen. So, wir gehen mal dahin. Auch wenn Fräulein in Gefahr ist, ist okay. Ich will das mal schaffen. Da sind die Pilze schon wieder. So. Deswegen, also hier müsste ja eigentlich jetzt irgendwo ein Schnellreisesymbol für uns sein, aber egal. Ich mache mich mal schnell auf den Weg in die Kommunikationsteilung. Und vielleicht schaffen wir es diesmal. Ich halte mich auch ein bisschen zurück mit, ich renne rein und sterbe. Sagen wir mal so. Ne? Wartungssektor, Zugangskorridor. Wir wollen Geschäftsleitungssektor. Bitte. Ah, und durch sowas können wir jetzt natürlich auch diese Herausforderung. Das ist das Wort, was ich die letzten 4 Folgen quasi gesucht habe. Können wir ja dann mal versuchen, ob wir die schaffen. Und zwar schaue ich mal, welche das waren. Missionsstunden. Und zwar Einfall, wir sollen 25 Leute töten und Zischerwachen mit Dreh im Geschäftssektor. 10 Stück davon mit Dreh. Können wir gerne machen. Können wir mal versuchen, ob wir das schaffen. Wäre natürlich sicher witzig. Sollen die Energiequelle angegriffen haben. Ja, ja. Kommunikation. Also da kann ich am besten Poststelle, dann da hoch und dann Entschuldigung, dann mal gucken. Da müsste Jan ja irgendwo ein bisschen was am Gegner sein. Schalalala, Fünimü. Also, dann muss ich hier lang, Treppe hoch. Und ich weiß, mit den 18 Minuten habe ich mehr als genug Zeit. Das ist mir völlig bewusst, was aber nicht heißt, dass ich nicht anfangen sollte, japanisch zu werden. So, Kommunikation. Waren wir hier überhaupt schon mal? Nur mal so. Das scheint mir nach wichtigen Serverstrukturen auszusehen. So, Kopfschüsse brauche ich nicht. Der ist einfach explodiert. Ich muss gerade mal ein bisschen gucken. Erstmal Datenpanne, klar, Kiste aufsammeln. Aber angeblich sollen hier noch ein paar Leute sein. Ich gehe mal, ne, durch die Tür kann ich nicht. Der Raum ist irgendwie super cool, ich weiß nicht, der gefällt mir sehr. Ich gehe mal raus und wieder rein. Geh in die Kommunikationsabteilung. Zeit für Applaus. Okay, ist das ein Bug irgendwie?
Das wäre schade, wenn. Weil ich sehe jetzt wirklich keine Gegner mehr. Oder gibt es hier irgendwie noch. Ey, da komme ich nicht runter. Gibt es hier noch irgendwie tiefere Abteilungen oder sowas davon? So, machen wir hier lang. So, okay. Das war gar nicht das, was ich gemacht habe. Das war was anderes. Das sind noch Unterlagen. Drei davon übrigens mit dieser Waffe. So. Hallo. Ist ein bisschen doof, dass diese komischen Zerstörer-Zischer-Noten kann ich nicht. Ah, okay. Sowas. Ich könnte natürlich das jetzt zum Leveln benutzen, in Anführungszeichen. Wo ist der? Da. Aua. So, wir sind ganz viele. Ich wollte gerade fragen, wo ich denn diese Zischer-Noten noch finde. Also vor A müssen wir noch finden. Oh, da oben. Ah, und da oben ist auch einer. So, einer fehlt mir noch. So, der nächste kann nicht weit sein. Sechs Besitz-Divis gefallen mir nicht. Aber die sind mir angenehmer als diese Besitz-Divis, die sehr, sehr, sehr viel Schaden gemacht haben. So, die Reihe haben wir tot. Wo haben wir denn noch? Sein Pilz. Oh oh. Ich hatte irgendwie gehofft, dass die Gegner weg sind, wenn ich das fertig habe. Oh, oh. Also jetzt übertreibt ihr gerade. Nein! Mann! Kacke! Kacke, kacke, kacke! Ja, ich sehe auch gerade, die Zeit ist völlig übertrieben. Ja, schade, schade. Aber wir haben die Mission geschafft und irgendwie drei oder vier besondere Zutaten bekommen, sag ich mal. Weil wir jetzt, glaube ich, die nächste Waffe vor, oder zumindest, wir haben relativ viel von dem Zeug und wir könnten Stich herstellen, wenn wir noch 5x3 Astralton haben. Stich ist präzise und feuert einen geladenen Schuss der Rüstung und Gegner auf jede Entfernung durchstößt. Unser Scharfschützengewehr, das wäre ja gar nicht schlecht, würde ich mal sagen. Aber wir müssen erstmal mal Schub bei geringerem Leben, das ist toll. Lebensregeneration, ja. Lebensschub, ja. Okay.
Töte Fungus Wirtskörper. Oh. Aber also mit Lader. Haben wir den Lader eigentlich schon? Ja, ich weiß, ich überziehe gerade. Wir haben Dreh und Griff. Das heißt, Lader brauche ich noch gar nicht anzunehmen. Möchte ich aber mir aufbewahren, weil der halt zur Stufe 5 eine absolute persönliche Modifikation gibt. Und der andere, hier, ich kann einfach mal. Was haben wir denn noch? Töte augmentierte Zischer. Lass sie platzen, King of Pop. Okay, das können wir machen. Und ja, weiß ich nicht, Zischer-Pioniere. Höchstwahrscheinlich werden wir die noch finden. Ja, Zischer-Ranger im Geschäftsleitungsbezirk. Vielleicht nicht so schnell. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir mal wieder so weit. Besten Dank, dass ihr zugeschaut habt. Eine etwas längere Folge, weil ich die Zeit verloren habe. Deswegen ist es halt so. Und danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.